herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Was ist besser? Ich bin gerade hier in Hamm, wollte mir ein Eis kaufen und habe ich sofort gesehen hier, dass man hier auch mit Karte zahlen kann. Direkt am Eingang stehen da Akzeptanzlogos. Gerade ist jetzt auch mit Motorrad rüber. Und dann bin ich schon da hinten reingegangen in diesem Eiscafé. In diesem Eiscafé. Und dann habe ich so auf die Akzeptanzlose geachtet. Dann, ja, zwei Kuchen bitte. Ich hätte gerne Eis. Bitte. Ich hätte gerne zwei Kuchen Eis. Dann hat er okay. Hat er gesagt, okay. Dann habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne mit Karte fahren. Dann sagt er, nein, tut mir leid, das hat 10 Euro nötig. Ich habe wirklich zwei Kugeln. Und dann sollen wir das anschreiben. Dann sagt er, ich kann daran nichts ändern. Und dann hat er das Eis wohl weggeschmissen oder keine Ahnung. Aber statt mir das Eis zu verkaufen mit Karte oder zumindest zu verschenken, schmeiße ich es wohl lieber oder ich sage selbst auf. Also ich habe kein Bargeld dabei. Ja, habe ich schon. Mein Notfallbargeld, aber mein Notfallbargeld gebe ich nur aus, wenn das Terminal defekt ist und es keine so weitere Alternative gibt. Aber doch nicht hier in diesem Laden. Da muss man absehen, wo sie mich zusammen ablogos werben, mit Maestro MiPay, aber ich hätte sowieso mindestens zum Mastercard bezahlt. Aber wenn ich erst 17 Euro, das macht überhaupt gar keinen Sinn, weil insbesondere bei Sum Up ist es so, dass die Gebühren gleich sind, egal ob man 10 Euro damit zahlt oder 2 Euro, ist absolut scheißegal. Die Gebühren sind dieselben. Es gibt keinen Gebührenunterschied und auch kein Mindestgebühr. Wie es bei den Altersverträgen so gibt. Keine Ahnung. Das heißt, ich werde mich auf jeden Fall bei den Inhaber hier beschweren und auch bei Sum Up. Zuerst werde ich mich bei dem Inhaber beschweren, dass er zumindest das anschreibt. Und Sum Up erlaubt hier auch keine Mindestbeträge über 1 Euro. Komisch, sehr komisch. Hab mich sofort gefreut. Ah super, Sum Up Terminal mit Kartenakzeptanz in einer Eisdiele, was will man mehr? Und dann Pustekuchen. Kann da nun erst ab 10 Euro möglich. Sollen die das anschreiben? Ich gehe doch nicht in einen Laden. Und dann hieß es dann, ja, die müssen noch 1 Euro mehr bezahlen, dass sie mit einer so ein bisschen schlimmen Karte bezahlen wollen. Das ist ja auch mittlerweile illegal. Und das war's auch schon mit meinem Video. Bis zum nächsten Video. Tschüss.